jede Menge Spaß für die ganze Familie ist garantiert. Oh, wie schön ist Panama von Janosch. Nun kommt das Musical zum Kinofilm ins Deutsche Theater. Hier Bilder von der Probe. Das ist die klassische Janosch-Geschichte, oh wie schön ist Panama von Tiger und Bär, die ja wunderbar zu Hause leben in ihrem Häuschen und dann kommt eine Kiste Bananen, die in ihnen die Reiselust weckt und sie denken sich, es könnte vielleicht woanders noch viel schöner sein und machen sich dann auf die Reise nach dem Land ihrer Träume und begegnen da vielen Menschen, die ihnen helfen und wie es ausgeht, seht ihr dann. Vielleicht weil ja Sommer ist. Die Herausforderung ist gar nicht so groß, weil wir eigentlich den Film nacherzählen und die Herausforderung sind viele Charaktere. Wir haben Schauspieler, die in Doppelrollen, dann wir haben eine Liveband dabei, die spielt die Kuhherde, dann haben wir den Schnuddel dabei, den lernt ihr nachher auch noch kennen, eine Handpuppe, zwei Handpuppen haben wir dabei und sehr flexible Schauspieler, die durch ganz viele Rollen schlüpfen müssen, die nicht Tiger und Bär sind. Oh, wie schön ist Panama! Also die Reaktionen, die ich so mitgekriegt habe, ist, dass die ganzen Mamis und Papis schreien, da muss ich hin, das ist die Geschichte meiner Kindheit, meiner oder Jugend, ja auch, ne? Ich glaube, die Geschichte ist jetzt 43 oder 44 Jahre alt vom Janosch und die kennen wir alle und es ist sehr liebevoll und ich glaube, es ist für alle was, es ist ein totales Familienprogramm. Oh, wie schön ist Panama, vom 12. bis 15. August in München im Deutschen Theater. Liebe Kinder, ich bin Schnuddel und ich freue mich schon auf euch alle im Deutschen Theater. Bis bald!